So Leute, bevor es hier losgeht mit meiner ersten Folge Sort Out, noch ein paar Anmerkungen dazu. Und zwar bitte fragt nicht nach den alten Scheiß, den habe ich mir schon längst verkauft bzw. euch im Gewinnspiel untergejubelt. Und das existiert ja eigentlich so gar nicht mehr. Also wie gesagt, ich habe es aufgezeichnet. Ja, und ansonsten, die Geschichte mit Game of the Year bzw. Most Wanted. Also ich mache jetzt kein Video dazu, denn ich habe eine Folge aufgenommen bei der Ehrenrunde zusammen mit den Kevin und dem Florian zusammen. Guckt mal, ab dem, wann war das? 1.1. Das heißt, wenn ihr halt einen richtig dicken Bregen habt, guckt mal auf den Kanal von Pronob rein und hört euch mal die Folge an. Ist ziemlich cool geworden, wie ich finde, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, da reden wir ein bisschen über Spiele des Jahres, beziehungsweise worauf wir uns im neuen Jahr darauf freuen werden. Ja gut, okay, ich kann ja mal ganz kurz sagen, also mein Spiel des Jahres ist Anthem und auf der PlayStation 4 ist Days Gone und auf der Xbox ist es Crackdown. Ich weiß, ist für viele der größte Müll, aber mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und ist mir auch egal, jeder soll das spielen, worauf er richtig Bock hat. Ja, ansonsten möchte ich mich nochmals bedanken und deswegen gibt es ja auch dieses Gewinnspiel. Darauf möchte ich nochmal darauf hinweisen, da könnt ihr nochmal mitmachen. Ich möchte mich bedanken bei euch, dass ihr mich ein Jahr lang begleitet habt und ich freue mich auf das nächste Jahr. Da gibt es hier weiter neue Formate und auch alten Scheißkram, aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr da mal reinschaut. Und ich wünsche euch einen guten Rutsch auf jeden Fall und wie gesagt, Windfischi immer so schön. Sauft nicht zu viel, sauft nicht zu wenig und haltet die Ohren steif. Ja, und damit herzlich willkommen hier zu meinem neuen Format Sort Out. In diesem Format, ich erkläre es nochmal ganz kurz, geht es darum, Spiele, die ich vielleicht nicht mehr besonders toll finde oder die ich halt mal kurz angezockt habe oder halt die ich vielleicht auch aus Versehen doppelt gekauft habe, die möchte ich aussortieren, weil meine Sammlung hier, mein Raum, der ist begrenzt und meine Sammlung platzt aus allen Nähten. Und deswegen möchte ich euch heute mal ein paar Spiele vorstellen, quasi mal umgekehrt zu meinen Pickups, wo ich euch mal zeige, ja, diese Spiele gehen halt aus meiner Sammlung raus. Deswegen Sort Out. Fangen wir mal an. Ich war neulich auf dem Dachboden, da ist genauso voll wie hier unten. Und da habe ich noch alte Spiele gefunden, die ich damals für die PlayStation 3 mir damals gekauft habe. Die PlayStation 3 Konsole, die habe ich leider verkauft. Leider deshalb, weil ich habe die eigentlich sehr gerne gehabt und ich bin in, irgendwann, genau, das war glaube ich 2013, wo die PlayStation 4 kam und da bin ich dann umgestiegen auf die Xbox und hatte mir die Xbox 360 und dann habe ich mir die ganzen Spiele, die ich damals auf der PlayStation 3 gespielt habe, habe ich verkauft, beziehungsweise habe mir die dann für die Xbox 360 gekauft. Ein paar Sachen sind übrig geblieben, die waren irgendwie in der hintersten Ecke. Einmal haben wir hier einer meiner absoluten Lieblingsspiele, Red Faction Armageddon. Habe ich damals total gerne gespielt. Wie gesagt, die Spiele, die ich jetzt hier zeige, die habe ich auch für die Xbox 360. Da habe ich es allerdings noch nicht gezockt, zumindest noch nicht alle. Dann haben wir hier Kane und Lynch. Dead End, das ist übrigens noch ein ganz alter Teil, da gab es noch keine Trophäen für, im Gegensatz zu Ken und Lynch Teil 2. Und das war auch ein Grund, warum ich mir die nochmal für die Xbox 360 geholt habe, weil ich da halt auch nochmal mir die Erfolge holen wollte. Oder, ja, wollte, was heißt, ich werde es wahrscheinlich auch machen, wenn ich da irgendwann mal die Zeit finde. Wahrscheinlich, wenn ich Rentner bin. Wie gesagt, ich bereue das ein bisschen, dass die PlayStation verkauft haben. Vielleicht hole ich es mir nochmal irgendwann mal wieder, aber dann nur so fürs Regal. Deswegen verkaufe ich jetzt die Spiele. Die Spiele habe ich auch mir damals schon digital gekauft und brauche es jetzt nicht mehr als Retail, weil, wie gesagt, die Sammlung wird hier, die platzt mir aus allen Nähten. Deswegen mache ich das. Ja, als nächstes zeige ich euch jetzt mal ein paar Switch-Spiele, die ich verkaufe. Die habe ich erst letzten Sonntag vorgestellt. Da habe ich aber schon gesagt, dass ich die wieder verkaufe, weil die mir die eigentlich auch nicht so zusagen. Und fangen wir mal an hier mit Fire Emblem Warriors. Das ist überhaupt nicht so meins, weder Fire Emblem noch dieses Warrior. Das ist ja dieses Massengekloppe, finde ich stinklangweilig auf Dauer. Das hatte ich damals für 10 Euro und ja, werde ich jetzt wieder verkaufen. Genauso das hier, das hatte ich halt damals auch schon mal für die Switch, Pokémon Tekken DX
Finde ich jetzt auch nicht so spannend. Ich kenne mich mit Pokémon eigentlich auch nicht so gut aus. Jetzt ein bisschen mehr, weil meine Tochter halt ab und zu mal Pokémon Go spielt. Aber ansonsten habe ich mit dem Universum nichts am Hut. Und dieses hier, das hatte ich auch schon gesagt, Asterix und Obelix habe ich auch für 10 Euro gekauft in einer limitierten Edition. Das heißt, hier sind noch so zwei, drei Figuren dabei. Ja. Und ich habe es damals schon mal einmal gehabt und ich fand es nicht, also das Spiel fand ich voll ätzend irgendwie, ganz ehrlich. Und naja, voll ätzend ist jetzt auch übertrieben, aber es ist halt überhaupt nicht meins gewesen und die Grafik war verwaschen und naja, nee. Ja, dann dieses Spiel, Battle Crashers, das ist gar nicht mal so schlecht, aber ich habe es mir jetzt nochmal für die Xbox geholt und digital habe ich es auf der PlayStation 4, meine ich, auch. Das ist gar nicht mal so schlecht, dieses Spiel, aber für die Switch brauche ich es nicht unbedingt. Das ist jetzt auch ohne Folie. Das kommt jetzt auch raus aus der Sammlung. Dann ein Spiel, wo ich mir noch nicht so sicher bin. Und zwar habe ich mir Rayman Legends mal geholt. Also, das ist auch einer meiner absoluten Lieblingsspiele. Hier bin ich mir echt noch nicht sicher, ob ich es verkaufe. Also, wahrscheinlich doch. Aber andererseits denke ich mir immer so: Ach, naja, vielleicht für die Kinder oder so. Ich liebe dieses Spiel, ganz ehrlich. Und man kann das auch wunderbar gegeneinander spielen. Also es gibt da so einen Modi. Aber ja, ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu den PlayStation 4 Spielen. Da habe ich hier noch, die hatte ich mir damals geholt von Games Only. Mittlerweile gibt es da auch eine USK-Version von. Dead Island, Riptide und ja, der erste Teil quasi davon. Coole Spiele, gar keine Frage, aber ich habe es halt auch für die Xbox One und ich kaufe jetzt mittlerweile nicht mehr doppelt, zumindest nicht alle. Also Diablo zum Beispiel habe ich auch für die PlayStation 4 und für die Xbox. Weil ich Diablo werde ich auch auf der PlayStation 4 durchspielen und dann behalte ich es auch. Aber Dead Island ist jetzt nicht so der Oberknüller, sodass ich das halt auch aus der Sammlung raus haben möchte. Dann ein Spiel, was eigentlich ein Oberknüller ist, nämlich dieses hier. A Way Out habe ich mittlerweile durchgezockt auf der Xbox One mit einem von euch, mit den Zuschauern, und zwar mit dem guten Florian. Es hat mir damals sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe es, hatte ich glaube ich schon mal in Pickup erwähnt, ich habe es relativ günstig, ich weiß jetzt nicht mehr wie viel, beim GameStop gefunden, gebraucht, aber in einem astralen Zustand. Und man sieht es ja hier auch. Obwohl, ich glaube, ich habe eine neue Hülle dran gemacht. Naja, ist auch egal. Jedenfalls, das ist ein tolles Spiel auf jeden Fall. Aber es hat am Ende einen Twist. Keine Angst, ich spoiler jetzt nicht. Aber es hat am Ende einen Twist. Und wenn man den kennt, dann ist es eigentlich uninteressant, das nochmal durchzuzocken. Ich wollte es mit einem Kumpel, mit einem sehr guten Freund zusammen zocken. Aber der zockt fast nur FIFA. Und wir finden einfach nicht die Zeit, das nochmal durchzuzocken. Deswegen werde ich es verkaufen. Aber es ist trotzdem, das ist ein super Spiel. Also damit will ich auch nochmal klarstellen, irgendwie die Spiele, die jetzt aus meiner Sammlung wandern, die sind nicht unbedingt schlecht. Das ist nur halt, weil ich da keinen Zugang zu habe oder ich sie schon mal durchgezockt habe. Oder ich sie halt nicht so besonders finde. Wie zum Beispiel dieses hier, Persona 5. Das ist noch verschweißt, aber ich habe da mal reingespielt und zwar war es auf PlayStation Now. Und hat mir überhaupt nicht zugesagt. Es ist halt JRPG ohne deutsche Texte, glaube ich, war es. Und ah, nee, ich habe es mir aber gekauft, weil das sind die gleichen Zeichner, die auch Catherine gemacht haben. Ich bin ja ein großer Catherine-Fan, aber hat mit Catherine natürlich null zu tun und ich habe auch keine Lust, mich da in dieses Universum zu versinken. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist, aber es ist nicht meins und deswegen geht es raus aus der Sammlung. Ja, ich habe auch Xbox-Spiele, die rausgehen. Xbox One-Spiele, davon zeige ich euch jetzt drei Stück. Und zwar einmal Divinity, so heißt es, Original Sin. Ist bestimmt cool, aber ich habe es doppelt gekauft, aus Versehen. Genauso wie dieses hier, Deadlight, habe ich doppelt gekauft und Empires, Destiny, Warriors habe ich auch versehentlich, weil die waren alle ganz günstig. Ich glaube, das hat 5 Euro, Deadlight 5 Euro und Divinity, glaube ich, 10 Euro gekostet. Und ich wusste nicht, dass ich die schon in der Sammlung habe und deswegen. Ja, verkaufe ich die natürlich wieder, weil doppelt brauche ich jetzt nun auch keine Spiele. Doppelt von einer Konsole schon gar nicht. Und dies hier, habe ich auch doppelt für die Xbox 360, The First Templar. Das ist übrigens richtig cool, das habe ich damals mal angezockt, aber das war in so einem Bundle, da waren diese drei Stück für 10 Euro und da war es halt dabei, ich konnte es nicht rausnehmen. Und ich wollte die beiden anderen Spiele haben, ich weiß nicht mehr, worum es ging, aber deswegen habe ich das doppelt und das geht halt auch aus meiner Sammlung heraus. Ja, die werde ich alle verkaufen, beziehungsweise
ein paar Spiele werde ich vielleicht auch, ich mache demnächst mal wieder, ich habe ja die 300 Abonnentenzahl erreicht und ich möchte mal wieder so ein kleines Preisausschreiben, wie auch immer, machen, eine kleine Verlosung so als kleines Dankeschön, und da werde ich vielleicht so ein paar Spiele reinpacken. Ich weiß noch nicht was, ich habe auch noch andere Sachen. Also ich habe noch einen Kopfhörer zum Beispiel, den wollte ich eventuell loswerden, weil ich habe es halt nicht so mit Kopfhörer. Aber lasst euch da mal überraschen. Ja, das war's erstmal. Das war meine erste Folge Sort Out. Ich denke, das reicht auch erstmal für heute. Wie ist das bei euch? Sammelt ihr alles so? Oder macht ihr auch so? Ihr sortiert sicherlich aus. Macht eigentlich fast jeder, ne? Oder? Ich meine, kaum einer behält alle Spiele. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr zuletzt zum Beispiel so verkauft habt. Ja, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und einen schönen Sonntag. Macht's gut. Ciao.